Es gibt kaum etwas, was einen in der Entwicklung weiterbringt, als Ziele zu setzen und vor allem seine Ziele auch zu erreichen. Egal ob im Privatleben oder im Unternehmen, das Thema ist gleichermaßen relevant und kann unfassbar motivieren. Oder auch im völligen Desaster enden, wenn man scheinbar nichts weitergeht. Wie man Ziele setzt und Ziele erreicht und was es mit Hoshin Kanri, OKRs und Disziplin auf sich hat, warum Systeme zur Zielerreichung im Privaten wie im Beruflichen so wichtig sind, darum geht es in diesem Video. Also, in diesem Video sind auch alle Privatleute angesprochen und nicht nur Unternehmer. Und zwar ganz ausdrücklich. Denn die Konzepte in diesem Video passen sowohl für Unternehmen wie auch für ein erfülltes Privatleben. Los geht's! Ich grüße Sie. Mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Ich erzähle Ihnen jetzt zwei Probleme, die Sie vielleicht auch schon mal erlebt haben und die ich immer wieder antreffe. In einem Unternehmen wird Tag ein, Tag aus emsig gewerkelt, aber so richtig vorwärts geht es irgendwie nicht. Die Stimmung im Betrieb könnte besser sein, weil man irgendwie orientierungslos vor sich hinarbeitet und Erfolge für einen selbst nicht wirklich sichtbar sind. Der Firma geht es jetzt nicht unbedingt irgendwie schlecht, aber toll ist es irgendwie auch nicht. Zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel, wie man landläufig so sagt. Das andere Problem ist wie die bekannten Neujahrsvorsätze. Jeden Tag eine halbe Stunde Bewegung, 5 Kilo weniger auf den Rippen und das ein oder andere Glas Bier oder Wein auch mal zu verzichten. Na, das kennen wir doch irgendwie alle, oder? Dann trabt man am 2. Januar noch durch den Park, muss sich am 3. und 4. Januar von den Strapazen erholen und trinkt sich am 6. Januar traditionell die Stärke mit ein paar fränkischen Bockbieren an. Tschüss Vorsätze, bis nächstes Jahr! Was ist in meinen beiden Beispielen eigentlich passiert? Problem Nummer 1: Es gibt keine Ziele und man ist völlig orientierungslos. Und Problem Nummer 2: Es gibt zwar Ziele, aber diese werden nicht erreicht. Wie man mit diesen beiden Problemen wirklich umgeht und wie man die vor allem lösen kann, das zeige ich jetzt im Detail. Um eine Orientierung zu haben, braucht es natürlich ein Ziel. Aber nicht irgendein Ziel, sondern ein Ziel, das auf ein größeres Ganzes einzahlt. Und zwar auf die Vision, wie es in der Zukunft denn sein soll. Bei Unternehmen ist es die Unternehmensvision, im privaten Bereich vielleicht ein bestimmter Lebensentwurf. Ja, das ist jetzt relativ abstrakt, dieses Thema mit der Vision, aber deswegen möchte ich es auch an Beispielen mit verdeutlichen und diese Beispiele ziehen sich jetzt auch durch das ganze Video mit durch. Eine große Winzergenossenschaft hat also die Vision, jeder Berührungspunkt mit XYZ ist ein perfekter Weinmoment. Das haben die so herausgearbeitet in einem gemeinsamen Workshop mit den Führungskräften. Und diese Vision wurde auf die verschiedenen Anspruchsgruppen, neudeutsch Stakeholder, übersetzt und es wurde sogenannte Durchbruchsziele festgelegt. Also Durchbruchsziele sind Ziele, die übergeordnet auf das gesamte Unternehmen gelten und nicht nur jetzt für eine einzelne Abteilung oder irgendein Team. Im Bereich der Mitglieder der Winzergenossenschaft war das zum Beispiel die Sicherheit durch ein attraktives Traubengeld und Abnahmegarantie, die Unterstützung und Beratung im Weinberg und bei der Betriebsführung und die Pflege einer starken Gemeinschaft mit diversen Veranstaltungen. In dem Bereich des Handels war das Durchbruchsziel, gefragte Produkte mit guter Spanne machen Spaß im Sortiment. Andere Unternehmen haben jetzt andere Visionen, daher unterscheiden sie auch maßgeblich deren Ziele. Ein Unternehmen möchte zum Beispiel die Industrie dekarbonisieren und beginnt eben mit der Automobilindustrie. Ein anderes Unternehmen möchte einen barrierefreien Zugang zum Wissen der Menschheit zur Verfügung stellen oder es sollen eben gesunde und umwelt- bzw. tierfreundliche Lebensmittel hergestellt werden. Das sind also alles unterschiedliche Visionen und Aufträge von Unternehmen, deswegen leiten sich daraus auch unterschiedliche Ziele ab. Im privaten Bereich, das ist mein zweites Beispiel, könnte eine solche Vision eines Lebensentwurfs vielleicht so lauten: Ich will ein erfülltes Leben als Teil eines starken Familienverbandes führen. Das ist natürlich ein anderer Lebensentwurf als zum Beispiel: Ich will an der Spitze eines globalen Unternehmens die Gesellschaft mitgestalten oder ich möchte unseren Planeten und seine Kulturen kennenlernen und verstehen. Sie sehen, die jeweilige Vision, also egal ob das jetzt für ein Unternehmen oder für eine Person ist, ist immer der Ausgangspunkt von Zielsetzungen. Wenn Sie dann noch keine Vision haben, dann sehen Sie doch mal dieses Video dazu an. Da erkläre ich Schritt für Schritt, wie man eine gute Vision formuliert und welche Stolperfallen Sie dabei vor allem umgehen sollten. Also das habe ich nochmal genau aufgedröselt. Gucken Sie mal rein, dieses Video zur Vision. Der nächste Schritt ist es, 1 bis 3 Durchbruchsziele zu formulieren. Durchbruchsziele sind also Ziele, die Sie in Ihrer Vision ein ganzes Stück näher bringen, wenn Sie diese wirklich erreicht haben, diese Durchbruchsziele. Im Beispiel der Winzergenossenschaft könnte das das höchste Traubengeld im Einzugsgebiet sein,
bei dem mindestens 15% Abstand zum nächsten Konkurrenten eingehalten werden und 100% des Traubenmaterials der Mitglieder auch wirklich abgenommen werden. In meinem Beispiel aus dem privaten Bereich, mit dem erfüllten Leben einer starken Familienverband, könnte ein solches Durchbruchsziel ein gesunder Lebensstil als eine zentrale Grundlage für ein langes Leben sein. Jetzt ist der Begriff natürlich gesunder Lebensstil nur eine qualitative Aussage, die zwar inhaltlich sinnvoll ist und auch zu dieser Vision passt, aber umformuliert werden muss, damit sie als Ziel wirken kann. Formuliert man das jetzt wie folgt: Um meiner Vision eines erfüllten Lebens als Teil einer starken Familienverbandes entscheidend näher zu kommen, ist mein erstes Durchbruchsziel ein dauerhaft gesunder Lebensstil ohne Rauchen. Und damit wird das Durchbruchsziel auch gleich viel griffiger. Um das Durchbruchsziel wirklich erreichen zu können, muss man eine oder mehrere Strategien anwenden. In meinem Beispiel der Winzergenossenschaft, dem höchsten Traubengeld, liegt die Auszahlungshöhe nicht einfach am Wollen des Vorstandes, sondern das Geld muss ja auch wirklich verfügbar sein. Also die Winzergenossenschaft muss ja auch so viel auch wirklich bezahlen können. Und dazu kann ich es als Strategie entweder meine internen Kosten senken, um mehr Geld für die Auszahlung der Weinbauern zur Verfügung zu haben, oder gegenüber den Kunden zum Beispiel auch höhere Verkaufspreise beim Wein durchsetzen. Die Wahrheit liegt mit Sicherheit vermutlich irgendwo in der Mitte und deswegen wird man in meinem Beispiel möglicherweise beide Strategien umsetzen. Um die Strategie der Kostensenkung umzusetzen, kann man wiederum Ziele aufstellen, beispielsweise die Warenverluste zu senken. Die können zum Beispiel aus Bruch, aus Ausschuss etc. bestehen, der eben beim Keltern, bei der Gärung, in der Abfüllung und in der Logistik eben der Weinflaschen entsteht. Fällt mal eine Palette runter, zack, sind wieder einige Flaschen kaputt. Dieses Ziel der Senkung des Verlustes zahlt über die Strategie der Kostensenkung auf das Durchbruchsziel des höchsten Traubengeldes ein. Also damit habe ich eben diese Kaskade, dass ich die Ziele von oben aus der Vision ableite und nach unten eben kaskadiere, bis sie dann tatsächlich auf Mitarbeiterebene auch irgendwann ankommt. Ein weiteres Ziel im Rahmen der Strategie Kostensenkung könnte zum Beispiel auch die Analyse und Verbesserung eines ganz konkreten Prozesses sein. Zum Beispiel, wie kann der Vertriebsprozess so umgestaltet werden, dass die bestehende Anzahl an Vertriebsmitarbeitern 25% mehr Kundenbesuche pro Jahr schaffen, ohne dass aber die anfallenden Innendienstaufgaben völlig vernachlässigt werden. Und jetzt schließen sich Maßnahmen und Projekte an, um diese Ziele eben zu erreichen. Zum Beispiel eben ein Projekt, bei dem der Vertrieb mit einem CRM-System samt Tourenplanung und intelligenter Besuchsberichterstellung unterstützt wird, statt wie bisher eben alles in Excel zu verwalten. Also mit solchen Projekten, die man eben dann den Prozess verbessert, schafft man dann eben durch diese Kette tatsächlich sich seinem langfristigen Durchbruchsziel einfach deutlich anzunähern. Und Sie merken jetzt sicher, erst jetzt, also wirklich erst jetzt, sind wir eigentlich konkret genug, um das zu tun, was unsere Durchbruchsziele Wirklichkeit werden lässt. Um es einmal ein Beispiel aus dem Privatleben nochmal zu verdeutlichen, ein Durchbruchsziel war das Rauchen aufzugeben. Jetzt gibt es dafür ja auch verschiedene Strategien, was man machen kann. Also Begleitung durch einen Coach zum Beispiel, Verwendung von Entwöhnungsmitteln, reine Willenskraft, Verändern der von Gewohnheiten oder was auch immer. Aber diese Strategien münden eben wieder in Zielen. Und nehmen wir jetzt zum Beispiel die Begleitung durch einen Coach als Strategie, da ist das Ziel, was auf diese Strategie einzahlt, eben der Coach steht aktiv an meiner Seite. Und dazu braucht es dann eben auch ein kleines privates Projekt, zum Beispiel die Suche nach einem Coach, das Erstgespräch mit dem Coach, ob man sich wirklich das vorstellen kann, mit dem zusammenzuarbeiten, entsprechend dieses Erstgespräch nicht nur zu führen, sondern eben danach auch einen Coaching-Vertrag abzuschließen und die Wahrnehmung des Angebots durch den Coach eben auch tatsächlich anzunehmen. Bringt ja nichts, weil ich den Coach quasi nur unter Vertrag genommen habe, aber mich dann eben mit ihm nicht auseinandersetze und das, was er mir eben rät, nicht befolge. Die Maßnahmen und Projekte lassen sich jetzt also wirklich vernünftig planen. Und wer bis wann was wie erledigt haben muss, damit haben wir jetzt beispielhaft eben aus der Vision diese Durchbruchsziele abgeleitet und festgelegt und in einer Kaskade zur Zielerreichung über verschiedene Zwischenschritte eben wirklich geplant. Jetzt haben wir Ziele und das Problem Nummer eins, die Orientierungslosigkeit, ist damit gelöst. Das kann auch mehrstufiges Verfahren sein, diese Zielsetzung. Also das kann durchaus sein, dass man in der größeren Unternehmen mit mehreren Hierarchieebenen eben tatsächlich anfangen muss, diese Ziele eben so weit runterzubrechen, dass ich dann eben bei ganz konkreten Projekten und Aufgaben auf der Mitarbeiterebene wirklich ankomme. Kommen wir zum Problem Nummer zwei. Wie erreiche ich jetzt die Ziele? Denn nur weil ich Ziele habe, habe ich es ja noch lange nicht erreicht. Und da wieder als Vorbemerkung vielleicht. Wenn Sie Ihre Ziele, wie eben erläutert, so herunterbrechen, ist die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns deutlich geringer, als wenn Sie das nicht tun. Es gibt aber noch mehr Faktoren, die die Erreichung der Ziele wirklich unterstützt und fördert.
Die vermutlich stärksten Förderer zur Zielerreichung sind die konsequente Visualisierung und das laufende Messen der Maßnahmenumsetzung und der Zielerreichung auf allen Stufen der Zielentfaltung. Dazu bieten sich jetzt zum Beispiel Shopfloor-Tafeln an, wie man sie eben aus dem Video, was ich hier habe, was ich da sehr erläutert habe. Wirklich, schauen Sie sich das mal an. Shopfloor-Tafeln sind gerade eben im Bereich Produktion und so weiter echt hilfreich, damit man die Leute mitnehmen, damit man das visualisieren kann und dass die eben auch mal über diese Ziele mal sehen und auch sprechen. Unterschätzen Sie also da wirklich niemals die Kraft von Visualisierung und Messung. Das gilt eben auch für die Zielerreichung im privaten Bereich. Wenn Sie Ihre Vision, die Sie haben für Ihren Lebensentwurf, nicht verschriftlicht haben, dann dazu zählt übrigens auch eine Visualisierung. Also manche Leute haben da so ein Vision Board zum Beispiel, was sie sich vorstellen, was sie in ihrem Leben alles erreichen möchten, wie es ausschauen soll. Dann werden sie auch ihre Durchbruchsziele nicht visualisieren und dann haben sie auch langfristig wenig Chancen, anspruchsvolle Ziele wirklich zu erreichen. Es wird sehr, sehr schwer, wenn sie das nicht verschriftlichen oder am besten bildhaft darstellen. Die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns steigt also in dem Moment wirklich deutlich. Ein weiterer entscheidender Faktor ist die Kommunikation über die Durchbruchsziele, die Strategien, Ziele, Maßnahmen oder Projekte. Darüber zu sprechen, ist also ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Machen Sie es also zum Ritual bzw. zur Lean Leader Standard Work, über diese Punkte wirklich zu sprechen. Und das ist egal, ob das jetzt im Morgenmeeting ist, wie ich es hier nochmal ausführlich beschrieben habe. Das sind auch ganz viele Tipps zur Morgenbesprechung oder eben im regelmäßigen Führungskräftefix. Im privaten Bereich sollten Sie ebenfalls mit einer Vertrauensperson über Ihre Ziele, Maßnahmen und vor allem den Fortschritt darüber sprechen. Denn damit gehen Sie eine Verpflichtung ein. Sie machen transparent, was Sie erreichen wollen, zum Beispiel das Rauchen aufzugeben. Und der nächste Schritt wäre eben dann tatsächlich einen Coach innerhalb der nächsten 2 Wochen aufzusuchen. Aber kommunizieren Sie das, dass Sie das vorhaben. Und vor allem auch mit dieser Verbindlichkeit. Ich möchte innerhalb der nächsten 2 Wochen einen Coach finden, der mir dabei hilft, mit dem Rauchen aufzugeben. Und sobald Sie das eben wirklich gesagt haben und es sich einer Vertrauensperson wirklich geöffnet haben, dann gehen Sie damit eben ein gewisses moralisches Commitment ein, also eine Verpflichtung gegenüber Vertrauenspersonen und das möchten Sie auch nicht enttäuschen. Und deswegen ist dieses darüber sprechen und sich selbst verpflichten gegenüber jemandem, den man vielleicht gerne hat und dem man auch wirklich vertrauen kann, ist ein ganz, ganz enormer und wichtiger Faktor eben zum Erreichen von Zielen. Damit wird eben dieses beiseite schieben und naja, mache ich vielleicht morgens oder das wird halt einfach für einen persönlich deutlich schwieriger. Und bevor ich Ihnen jetzt noch Bonustipps zur Zielerreichung verrate, eine ganz kurze Bemerkung. Wenn Sie bei der Zielentfaltung, die sich jetzt ja ganz stark an diesem Hoshin-Kanri-Prozess eben orientiert hat, die berühmte X-Matrix vermisst haben, dann abonnieren Sie jetzt schnell meinen Kanal. Zur X-Matrix mache ich nämlich noch ein separates Video, wo ich drauf eingehe, aber das würde jetzt den heutigen Rahmen einfach sprengen. Und auch das umstrittene Thema der OKR-Zyklen, der Unerreichbarkeit, dass man die so hochlegen soll, die Latte, dass man es ja eh nicht schafft, auch darüber will ich noch in einem gesonderten Video eingehen. Also nicht vergessen, jetzt den Kanal zu abonnieren, weil sonst verpassen Sie diese Videos. Bonustipp Nummer 1. Jeder legt nur in dem Rahmen etwas fest, für den er auch die Expertise hat. Also eine Zielformulierung und Zielentfaltung macht man nicht im Elfenbeinturm der Vorstandsetage, sondern das macht man eben miteinander über so, ich sag mal, verkettete Hierarchieebenen. Also was bedeutet das jetzt genau? Das Top-Management hat die Vision für das Unternehmen und die Durchbruchsziele festgelegt. Okay, dafür sind sie zuständig. Also für das große, globale und den Überblick, dafür ist ein Vorstand, eine Geschäftsführung einfach immer zuständig. Aber über das Wie, also die Strategie, ist bereits die nächste Hierarchieebene mit einzubinden. Also wie können wir das denn entsprechend machen? Was sind so unsere Vorgehensweisen? Denken Sie an das Thema Kostensenkung. Da müssen auch entsprechend alle eben mitwirken. Und für die Formulierung der Ziele, die aus der Strategie herauskommen und auch auf die Strategie einzahlen und letztlich die Durchbruchsziele realisieren sollen, ist dann eben auch die Ebene unter dem Vorstand oder unter der Geschäftsführung zuständig. Also wenn es zum Beispiel, es geht in meinem Beispiel, dass man die Verluste reduzieren will, dann ist eben jeder einzelne Bereichsleiter aufgerufen gewesen, zu schauen, welche Verluste habe ich denn eigentlich überhaupt und wo kann ich denn was dazu beitragen. Und das ist dann eben genau diese Kommunikation, die man eben braucht, damit man eben sagen kann, jawohl, mein Beitrag ist eben, ich möchte Glasbruch verhindern. Oder mein Beitrag ist zum Beispiel, ich möchte Verluste eben im Gärungsprozess einfach verhindern. Wenn es einen mehrstufigen Zielentfaltungsprozess gibt, wie es in größeren Firmen durchaus üblich ist, dann geht das eben Ebene für Ebene nach unten, bis wir bei den konkreten Maßnahmen und Projekten auf der Mitarbeiterebene wirklich ankommen. Das muss also wirklich kaskadiert werden und die Ziele werden immer granularer und immer spezifischer, bis ich wirklich auf der Mitarbeiterebene unten dabei bin.
Zusammengetragen und visualisiert wird das gemeinsam im sogenannten Obeya, dem War Room oder auch dem Projektraum, in dem alle Beteiligten zusammenkommen und miteinander die Konsistenz der Pläne besprechen. Also das bringt man alles wieder zusammen, im großen Raum, hängt es an die Wand auf oder eben auf Stelltafeln und dann spricht man darüber, ob das wirklich zusammenpasst und echt konsistent ist. Bonustipp Nummer 2, das ist der offensichtlichste und schwierigste Punkt, Disziplin. Wenn ich nicht mit einem Mindestmaß an Disziplin meine Maßnahmen und Projekte umsetze und damit meinen Zielen Stück für Stück näher komme, dann wird es halt nichts. Wir sind als Gesellschaft oft auf Konsens, Wohlfühlen und Kuscheln aus, aber manchmal hält das Leben auch Überraschungen bereit, die einfach stumpf Disziplin erfordern. Ich kann noch so begabt und noch so talentiert sein, aber wenn ich nicht diszipliniert jeden Tag übe oder trainiere, dann werde ich eben kein virtuoser Musiker oder eben kein leistungsfähiger Spitzensportler. Und das ist bei den Zielen eben genau das Gleiche. Da muss ich mir eben eingestehen, dass ich in meinem tiefsten Inneren diese Ziele vielleicht doch nicht wollte. Und das ist auch nicht schlimm, man muss sich aber darüber nur im Klaren sein. In diesem Sinne sehen wir uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.